Insgesamt 8 Radballteams aus Deutschland, Österreich, aus der Schweiz und Tschechien waren beim UCI-Weltcup-Finale in Großkoschen dabei. Ausgetragen wurden die Spiele am Sonnabend in der Seesporthalle. Die Gastgeber beendeten die Vorrunde mit 2 Siegen und 2 Niederlagen als Gruppendritte. Im Spiel um Platz 5 verloren Tim und Erik Lehmann gegen den RV Obernfeld aus Niedersachsen mit 3:8. Weltcup-Sieger wurde die Mannschaft aus Dombirn in Österreich vor dem RMC Stein und dem RMV Pfungen in der Schweiz.